So, eine Runde mache ich noch, aber dann wäre ich zu müde. Dann machen wir noch einen. Ich habe gefunden, wie man Gegenstände aufhebt und wirft. Und dann habe ich mir gedacht, haha, wie lustig, jetzt werfe ich ein Buch nach euch. Und dann habt ihr geglaubt, dass das ein Hinweis sein soll. Und ich war so, ihr überschätzt mich maßlos. Ich wusste nicht, dass Panik, du es bist. Ja, dann habe ich Panik bekommen, weil ich nicht wusste, wie ihr klar macht, dass es nicht um ein Buch geht, sondern ich einfach nur ein Buch geworfen habe. Ja, deswegen benutze ich immer eine Person Hinweis, wohin das Buch fliegt. Gut, Leute. Das war's auch mit dem Part. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Es kann ja nicht immer gut laufen. Obwohl jeder Run, in dem Hutz getötet wird, ohne sein Soundboard zu benutzen, ist ein guter Part. Was? Kommentar. Bis dann. Nee, ich würde jetzt noch ein Roadhouse machen, also noch was Kleines zum Abschluss. Ja, ist klar. Und diesmal dürfen sich andere Leute opfern. Kann ja nicht sein hier. Ich konnte. Ja, ist richtig. Da fehlen noch zwei. Drei. Was jetzt sind zwei? Jamie fehlt noch. Jamie! So, Jamie! Willkommen zurück. Ja, ja. Klappe halten. So, Leute. Willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir starten jetzt in eine neue Runde. In ein Roadhouse, ne? Ein Roadhouse. So. Aber ich hab ja noch, ein bisschen Geld. Ich kaufe jetzt erst noch Feuerzeuge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ah, komm. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da geht noch ein bisschen was. Ich hab noch ein bisschen Geld. So, ich hab jetzt 590 Feuerzeuge. 600 Feuerzeuge. Das ist in Ordnung. Au! Wir starten. Aber wieso? Wieso habe ich so viele Feuerzeuge? Ich versuche herauszufinden, ob es nach 999 noch weitergeht. Oder ob man ab 999 Gegenstände nicht mehr diesen Gegenstand kaufen kann. Und da es der günstigste Gegenstand ist, versuche ich immer diesen zu kaufen. Das ist etwas, was ich unbedingt herausfinden will. Weil wenn dann alles zurückgesetzt wird, habe ich mein Ziel nicht erreicht. Es geht sicher einfach weiter mit 1000. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur dreistellig programmiert. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nur dreistellig programmiert. Oh, ein kleines Roadhouse. So. Wir brauchen EMF für Übernatürliches. Entkomme dem Geist, werde Jack und stelle die Anwesenheit mit einem Bewegungssensor fest. Bewegungssensor? Ja. Ein Beweg-Dich-Sensor. Ein Bewegungssensor. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? 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 Bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Wo bist du? Ich geh mal oben gucken. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Er dürfte hier sein, ja. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wir haben Gefriertemperaturen. 4.
Bist du hier? Unten in der Garage. Wie alt bist du? Okay, mit mir will er nicht reden. Kann jemand anderes versuchen. Weise. Licht aus. Gefriertemperaturen. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Du musst schon rausgehen. Entschuldigung, ich wollte noch nachmessen. Achso, hier, Celsius Go Long Take. Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Mach mich nicht. Lass den Mann doch mal. Er wollte sagen, also geht ein bisschen schnell. Alles ein bisschen schnell, die Fragen. Und die bewegen uns dann so schon? Leute, der Bewegungssensor ist schon durch. Haben wir schon geschafft. Und den EMF mit den Übernatürlichen haben wir auch schon geschafft. Wir müssen jetzt nur noch dem Geist entkommen. Darauf hin, was es ist. Das ist nebensächlich. Mit mir redet er auch nicht. Wo war das jetzt schon wieder? In die Garage. Den brauche ich doch gar nicht mehr. Deswegen auf. So. Hä? Warum kann ich das nicht ablegen? Bleib ins Buch! Ah, ich muss erstmal Klavier wieder spielen. So, jetzt funktioniert's. Ich bin unterwegs. Okay, du bist unterwegs. Ich renne. Du hast ein Knicklicht mitgenommen. Nimm ein Knicklicht mit. Und was nehme ich noch mit? Weiß nicht. Kamera. Kamera Diaz. Bum 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 bum. Mit rechter Maustaste kannst du auf Nachtsicht gehen. Stell die mal zu den Augen. Ja, will ich ja. Habt ihr was gefunden? Aber da steht Top. Was? Top? Warte mal, ich schmeiß das mal ganz kurz weg. Leuchtet gerade zu stark. Die Lampe mach ich auch mal aus. Hier, wir haben zwei Kameras, die aufeinander zeigen. Vielleicht platzierst du eine davon nochmal um. Wieso? Die eine ist doch gar nicht schlecht. Nee, warte. Die eine ist nicht schlecht, aber die andere zeigt einfach nur auf die andere Kamera. Ich glaube, Ido hat jetzt schon weggeräumt, oder? Ja, die hat sie schon weggeräumt. Die ist ja ein bisschen komisch. Buch ist gut. Hey. Da ist der Buch. Und, Länger ja. Drücken, wenn du was sagen willst. Ihre Aussage war, hey.
länger drücken, sonst kommt nichts an. Okay, also wir haben einen Revenant, einen Shade, einen Dämon oder eine Moroi? Was haben wir bis jetzt? Was haben wir bis jetzt? Gefriertemperaturen und Buch. Okay, Geisterbox hat er nicht mit mir und nicht mit Iro gesprochen, also würde ich den Moroi ausschließen. Der schon mal nicht. So, Dämon, was macht der Dämon? Dämon wären noch Fingerabdrücke. Habt ihr da was gefunden? Noch kann nicht, sein, dass wir zu langsam waren. Okay. Geisterorb, wie sieht's damit aus? Warte mal, ich muss immer wieder in die Beweise. Dann hätten wir noch den Revenant. Der Revenant. Der braucht die Orbs. Und dann hätten wir noch einen Shade. Der hätte EMF 5. Impf, okay. Ich hab keinen Impf dabei gehabt. Wir hatten einen Impf dabei gehabt. Also ich bin ganz am Anfang durchgelaufen, aber nichts. Ja, ganz am Anfang ist ja auch noch nichts. Es hat ja auf diesen finde mit dem EMF Beweise für das Übernatürliche. Die haben wir erfüllt, aber es hat kein einziges Mal ausgeschlagen in der Zeit. Aber es sind irgendwie beide EMFs weg drin. Eins liegt am Boden da. Okay, also wir haben den Shade, was haben wir jetzt noch gesagt? Dämon, das bei Fingerabdrücke, also nehme ich mir mal meinen Klick. Nehmen wir mal mein Klicklicht wieder mit. So, und was nehmen wir noch mit? Den Revenant haben wir noch gesagt. Der Geisterorb. Ja gut, Geisterorb wäre hier gucken. Da ist kein Geisterorb. Ich glaube, ich baue noch eine Kamera auf. In der neuen Ecke. Vielleicht mal von außen auf den Baum gerichtet oder so. Ja. Leute, wir müssen vielleicht mal die Kameras noch anders da ausrichten. Welchen Zentimeter haben wir denn nicht abgedeckt? Irgendeinen haben wir bestimmt nicht abgedeckt. Ich komme mit noch einer Kamera. Um Gottes Willen. Unser Zeichen. Also hier gucken wir drauf. Und hier aus gucken wir nach da. Vielleicht sollte man noch nach da unten gucken. Unser Zeichen. Wo bist du? So nach unten. Das sind sehr viel. Und sein Zeichen. Vielleicht die mal. Na komm, nimm das auf. Vielleicht mal nach da. Ist halt die Kamera genau da hingestellt, wo die andere steht. Die würde ich halt. Warum genau steht die? Warum steht die denn auch überhaupt da komisch, ohne Stativ? Weiß ich nicht. Komm schon, mach was. Nimm die blöde Kamera auf. Auf zu stampfen, das ist doch nicht dein Ernst. Nimm dich. Mann! Dann, ich baue eine neue Kamera. Krieg das Stativ nicht mehr aufgehoben. Mist! Wo ist die Kamera hin? Wer hat die letzte Kamera geklaut? Cool. Was ist denn das hier für Mikrofone? Was machen die? Das Audiosensor. Das können wir ausschließen. Wen willst du ausschließen? Orbs. Okay, also Beweis, Orb, Ausschluss. Dann haben wir nur noch einen Dämon oder einen Shade. Shade wäre EMF 5. Und Dämonen werden Fingerabdrücke. Wer hat denn die ganzen EMFs geklaut? Ich hab keins. Drin. Ja, der liegt auf dem Boden. Weil drin liegen so gut. Ja, dann nehme ich lieber so eine Lampe mit. Sicher. So. Oh, wir kommen mit dem Schwarzlicht noch hinterher. Bring eine Fotokamera mit, das Salz ist gelaufen. Ich laufe wieder zurück. Das Salz ist gelaufen, Kevin. Das ist gelaufen. Oh. Ich glaube, das ist
Komm mit Kamera, bin gleich da. Wo ist das Salz? Ah, hier. Gib uns ein Zeichen. Ist das Licht eigentlich noch an? Hat jemand mal nach Fingerabdrücken geguckt? Wir arbeiten. Ja, ich hab nichts gesehen. Ich guck. Mal alles abputzen. Bin dabei. Gib uns ein Zeichen. Lichtschalter hat nix. Ding hat nix. Aber hier gibt's ja nichts, was er angefasst haben könnte. Wir haben halt eine Kamera, die nur auf eine andere Kamera guckt und eine andere Kamera, die nur auf eine Spinntür guckt. Doch, doch, hier den Lichtschalter kann er anfassen und die Tür. Nee, hier ist nix. Muss er, hat er nichts gemacht, das ist halt so die Sache. Hören ja, wenn er das Licht ausmacht oder. Öffne eine Tür! Schließe eine Tür! Oh, er hat irgendwo. Angefasst. Aber wo? Im Badezimmer oder so. Oder hier. Wie viele EMF haben wir denn? Auf beiden Seiten schnell, bevor es ausgeht. Ich such grad. Die Lampe her. Ja. Ich hol mal eine neue Lampe. Dann hol ich mir ein Knicklicht. Oh, wo ist mein Knicklicht? Da. So. Hau dich rein. Ich hier dann nichts angefasst. Komm schon, gib uns ein Zeichen. Wie wär's mit dem Fenster? Nee, auch nicht. Nach einer Minute halt leider. Okay. Die gib vielleicht... uns ein Zeichen. Öffne eine Tür! Schließe eine Tür! Mach das Licht aus. Mach was Sinnvolles. Hat schon wieder eine Tür angefasst. Hier drüben, die. Hat aber nix. Das ist keine Fingerabdrücke. Auch nicht. Keine Ahnung. Ja, auch nicht. Macht auch nichts, das ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube nicht, dass das ein Dämon ist. Ich glaub's auch nicht. Ich würde gerade sagen, ich glaube, es ist ein Shade. Also nicht ein Shade, ein. Okay. Ab jetzt ist einer tot. Ist einer tot? Nö, sie leben noch alle. Obwohl Wolf unbedingt Pillen nehmen sollte. Obergeschoss. Da sind beide im Obergeschoss. Und dann haben sie es beide überlebt. Hand ist vorbei, ihr könnt wieder raus. Wolf, soll ich mal ein paar Pillen nehmen? Das ist die nette Art, das zu sagen. Es wird EMF sein. Ich glaub's auch. Und das Lustige ist, er hat gewartet, bis ich raus bin. Und dann hat er zugemacht. Also das ist, ich glaube nicht, dass das ein Dämon ist. Guck dir mal die Sanity an. Ich wollte auch. Ich hätte nie und nimmer so lange gewartet. Ich glaube auch. Also ich glaube, es ist ein Shade. Ich würde Shade eintragen. Ich würde Shade nehmen. Er hat gehabt, keine Frage. Er hat 2-3 Mal die Türen angefasst. Dann hätte es EMF Level 5 sein müssen, oder? Aber das ist selten halt, wie gesagt. EMF 5? Das war aber sehr, sehr niedrig. Das ist das Problem. Irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also für einen Dämon war er eigentlich viel zu... Wir gehabt, ganz sicher. Ja,
Also Geisterorb, ich habe eigentlich alles mit den Kameras durchsucht. Kann's eigentlich auch nicht sollen. Den habe ich halt ausgeschlossen. Wenn's der Geisterorb nicht war, könnte es ein Revenant sein. Und Revenant können wir. Das war doch der. Nee. Revenant war der einen sich aussucht, oder? Nee. Nee. Oder der einen schnell auf einen zurennt, weil er ihn sieht, weil er ist, wenn er niemanden sieht. Okay. Glaube ich eigentlich nicht, weil die war relativ schnell oben eben. Ja gut, aber mir kommt so vor, als ob er mittlerweile im Gang war, anstatt in der. Ja, er ist umgezogen, glaube ich. So viele Türen wieder im Gang angepasst hat, aber hinten nichts mehr gemacht hat. Wollte gerade sagen, ich glaube auch, dass er in den Gang umgezogen ist. Soll ich da nochmal mit der Kamera rein? Ja, geh da vielleicht nochmal mit der Kamera rein. Und guck mal nochmal nach Geisterorbsch. Guten Gasort. Achso, Moment. Nimm vielleicht. Mit der niedrigsten Cent, ja, egal. Nimm vielleicht ein paar Pillen. Diesmal überlebe ich. Mir egal, ich bleib jetzt im Truck. Same. Das. Bin zweimal gestorben, das reicht mir. War schlimm ich genug. Ja, guck dir das an, das ist sicher EMF5. Guck mal links in den Waschraum da, wo du letztes Mal rein. Weil selbst wenn er jetzt umgezogen ist, hätten wir vorher die Orbs sehen müssen. Auch jetzt macht er nichts, obwohl wir unter sind. Also ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein Dämon ist, weil du hast keine Sanity und er tut dir nichts. Also er ist viel zu friedlich für einen Dämon. Ich hab wieder Sanity. Oh. Wir sind unter 50. Ja, aber er ist über 50. Ja, ich glaube allerdings nicht. Ich glaube, dass es wirklich nur die Durchschnitt ist, so wie ich das verstanden habe. Es hat aber auch, glaube ich, Einfluss. Wer drin ist gerade. Also opfern wir nochmal Jamie. Ich sag, es ist ein Shade. Ich sag auch Shade. Ja, würde ich auch sagen. It's a Shade. Ja, ich hab's markiert. Mit Shade. Du hast auch Jamie, ja, ne? Jo. Dann komm mal ins Auto. Brumm, 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 brumm. Wer sitzt eigentlich vorne? Das ist der Ängstliche von uns. Das ist der sich nie reintraut. Ja, it's a shade. Die, die, die. Und vorne sitzt ja. Dave, der fährt. Oh, Dave. Oh nein, die armen Häuser. Ja gut, dann war's das heute mit Phasmophobia für heute. Richtig. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Phasmophobia. Bis dann, tschüss. Er will noch einen Korb werfen. Ein Korb geht noch. Mist. Oh doch, seid so gezählt. Nein, daneben. Bleib hier. Ball. Ball. Ah, wieder daneben. Bleib hier. Bällchen. Das war meine! Was ist der andere? Was hast du den anderen hingeworfen? Weiß nicht, er ist weggerollt. Wow, er ist weggerollt. Ist das dein Ernst? Ja. Also ich hab den. Ich hab ihn gefunden. Sehr gut. Möchte einen Wurf machen. Ein Treffer noch. So, 275, das reicht. Das war's dann auf jeden Fall. So. Welcome back. Dann Phelassos. Ja, nach einer langen Spielpause. Nun endlich wieder ein bisschen Phasmophobia gespielt. Ja, Hutz hat ja noch keine Schnelltaste, weil er die sich nie legt. Ich auch nicht, das auch mal per Händchen. Das ist richtig, ich leg mir das nicht schnell. Aber ich wollte gerade sagen, ja, jetzt nach einer langen Pause mal wieder Phasmo gespielt. Wir haben bemerkt,
die Optik, die grafische Optik hat sich sehr, sehr verändert. Ich da muss gestehen, zum. Viel mehr. Das muss, kommt bald, ja. Dann wird es wieder ganz, ganz anders. Ich muss gestehen, ich freue mich, dass es sich so positiv geändert hat, weil es ist echt nice, wie es sich geändert hat. Also auch die Räumlichkeiten haben sich geändert. Finde ich auch sehr schön. Ich freue mich, dass es neue Geister gibt, die ich noch nicht kannte. Und ja, zweimal gestorben, zweimal überlebt. Ist ein guter Durchschnitt. Würde ich sagen. Und der gute Warrior hat mir ein Spiel geschenkt. Und zwar Fear Therapy. Ist auch ein Mehrspielerspiel, 1-4 Spieler, ein Horror-Survival-Game. Nee, ein Horrorspiel, in dem man Quests abschließen muss und das Horrorhaus zu verlassen. Ei, 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 ei. Ja, Warrior, möchtest du das dann irgendwann mal mit mir zusammenspielen? Haben wir, kriegen wir... Quests abschließen, um das Horrorhaus zu verlassen, da soll man doch einfach nur die Bude putzen. Das kann natürlich sein. Bitte wischen Sie den Boden, dann dürfen Sie auch wieder gehen. Ja, du meinst, was du jetzt meinst, das ist das Wimmelbildspiel, was wir letztes Mal hatten. Das war das mit, reparieren Sie erstmal das Haus, dann kommen Sie auch hier raus. Ja, das war ja nicht an das Rausgehen gebunden. Das war ja einfach bloß, weil die Dame so einen Putzzwang hatte und Reparierzwang. Ja. Oh, da ist ein Besen, ich muss ihn reparieren. Ja. Hier ist ein Geist, der hat ganz viele Scherben gemacht. Oh, lass erstmal wegfegen. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall danke für das Spiel. Und ich spiele gerne dann irgendwann mit dir dieses Spiel. Und ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Das war's mit Rotunis Gaming Area, den Hoods Horror Nights und Phasmophobia. Bis zum nächsten Mal, euer Rotuni. Au!